Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben ja schon zusammen Bauch trainiert, wir haben zusammen Bizeps trainiert, wir haben auch Rücken schon gemacht, wir haben auch Beine gemacht und das alles ohne Geräte. Und was ist heute dran? Heute ist Brusttraining dran. Ich denke, viele wollen eine massive Brust aufbauen oder soweit es halt geht ohne ein richtiges Krafttraining. Und ich habe mir überlegt, wie würde ich das daheim trainieren, weil wir haben ja den oberen Brustbereich, wir haben den mittleren Brustbereich, wir haben den unteren und noch den seitlichen. Also ist alles ein einzelner Muskel, aber der wird in unterschiedliche Bereiche geteilt und dann können wir den auch unterschiedlich belasten. Und dann, wenn ich dann anfangen würde zu Hause das zu trainieren, würde ich erstmal mit dem mittleren Bereich anfangen. Dazu machen wir ganz konventionelle Liegestütze, ist nichts Großes dabei. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt tausende Variationen von Liegestützen, aber wir machen ganz einfach. Dann müssen wir ungefähr schulterbreit unsere Hände positionieren vor uns. Ungefähr in Brusthöhe, etwas weiter davor. Und dann gehen wir einfach runter, halten unten ein paar Sekunden und dann gehen wir wieder hoch. Also ich finde, das Halten ist sehr, sehr effektiv. Und dabei würde ich auch nicht zu schnell machen, sondern eher langsam. Und natürlich nicht das Atmen vergessen. Okay, gehen wir zur nächsten Übung. Wir haben jetzt den mittleren Brustbereich trainiert. Was würde ich als nächstes machen? Ich würde den oberen Brustbereich trainieren. Dazu einfach die Füße auf eine Höhe legen, auf den Stuhl, auf den Sofa, auf einen Lasttisch. Nein, das war ein Scherz. Und so ist jetzt die ganze Belastung weiter vorne, genauso wie auf den Schultern. Also trainieren wir sogar noch etwas Schultern dabei. Ich bevorzuge persönlich, das auf Fäusten zu machen, um die Handgelenke etwas zu schonen. Und dabei gehen wir jetzt genauso runter, halten unten und wieder hoch. Runter, halten unten und wieder hoch. Boah, ich merke schon selber, wie die Brust anfängt zu brennen und dabei habe ich später ein richtiges Training vor mir. Aber egal, nichts zur Sache. Also, wir haben jetzt den mittleren, den oberen Bereich. Jetzt machen wir den unteren Bereich. Dazu legen wir uns an einen Stuhl, an ein Sofa, an einen Tisch. Ich nehme jetzt erstmal ein Sofa, um nichts zu zerstören. Wir merken, ich bin schon aus der Puste, obwohl ich nicht wirklich was gemacht habe. Da soll nochmal jemand sagen, man kann zu Hause nicht effektiv trainieren. Also, genauso wie bei normalen Liegestützen, das stützen uns hier auf dem Sofa und gehen dabei runter, halten etwas, wieder hoch. Runter, halten etwas und wieder hoch. Runter, halten etwas, wieder hoch. So, jetzt haben wir auch den unteren Fußbereich belastet. Und was kommt als nächstes? Den seitlichen. Und da bei der Rubrik, es geht Fitnesstraining ohne Geräte. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir machen fliegende oder wir nehmen ein Seil und trainieren die seitliche Brustmuskulatur. Und so habe ich mir eine andere Übung überlegt. Ihr nehmt eure Hände, positioniert sie ungefähr in der Brusthöhe und dabei müsst ihr sie richtig gegeneinander pressen. Das sieht man auch wirklich, wie die Brust bei mir angespannt wird. Und dabei müssen wir dann nach rechts drücken und dann wieder nach links. Andersrum, das war rechts. Nach rechts drücken und dann nach links. Und dann merkt man wirklich, wie die Brust angespannt wird. Und wenn man davon 15 Wiederholungen gemacht hat, dann brennt es wirklich. So, das waren die vier Übungen, die ich heute für euch vorbereitet habe. Also erstmal konventionelle Liegestütze, dann Liegestütze von oben, Liegestütze, dass man sich oben abstürzt und dann Seitpressen nenne ich das mal jetzt. Ich habe nicht geguckt, wie die Übung wirklich heißt. So, damit ist unsere Brust trainiert. Wie ich empfehlen würde, ich würde euch sagen, macht 9 bis 12 Wiederholungen, 2 bis 3 Sätze, in ungefähr im selben Durchlauf und ich denke, damit ist dann der ganze Brustbereich belastet und sogar etwas Schultern dabei. Puh, erstmal Luft holen. Okay Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Schaut auch die anderen Videos, wie ihr die Beine trainieren könnt, wie ihr den Po trainieren könnt und alles mögliche. Es kommt noch viel mehr. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Tschüss.